Hi, wir sind Tina und Nick. Seit einem Jahr in der Welt unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Aktuell erkunden wir Lateinamerika und freuen uns, dass du uns bei dieser Reise begleitest. Ab nach Südamerika! Hallo zu einem neuen Video. Hallo. Nach 4 Wochen Costa Rica wurde es für uns Zeit für ein neues Land. Genau, und für dieses neue Land haben wir natürlich eine kleine Strecke hinter uns bringen müssen. Wir sind gestartet in San José, Costa Rica, haben dort ein Uber genommen und sind zum Flughafen gefahren. Ja, nachdem wir alle Einreisemodalitäten mit der Airline geklärt hatten, sind wir nach Panama geflogen und hatten dort erstmal einen 8-stündigen Aufenthalt. Nach diesem 8-stündigen Aufenthalt ging es dann weiter Richtung unserem heutigen Ziel. Und somit willkommen in Peru! Unsere Lima-Erkundungstour geht quasi in unser Barrio, wo wir wohnen, los. Und zwar ist das Barranco. Barranco ist ein ziemlich cooles Viertel und gemeinsam mit Miraflores und San Isidro eigentlich die Viertel, die A sicher sind und B am meisten zu bieten haben für einen Touristen. Und ja, hier ist sehr, sehr viel Street Art, coole Cafés und all das schauen wir uns jetzt mal an. Wir stehen jetzt vor der Seufzerbrücke. Die wurde 1867 erbaut und die Geschichte besagt, dass seitdem ganz viele Liebesgeschichten hier zusammengefunden haben. Und laut der Legende soll ein großer Wunsch in Erfüllung gehen, wenn man es schafft, über die Brücke zu gehen, ohne Luft zu holen. Das heißt, Luft holen und rüber! Was hast du dir gewünscht? Sag ich nicht, aber es ist anstrengender als gedacht, weil die Brücke dann gefühlt echt ewig lang ist. Aber ich habe es geschafft und somit muss es ja jetzt in Erfüllung gehen. Vielleicht noch ein paar Hinweise. Erste Eindrücke zu Lima. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Tolle Gebäude, tolle Kolonialgebäude, tolle Viertel, riesig groß und es macht wirklich richtig viel Spaß, die Stadt zu erkunden. Weiter geht's. Die hat aktuell relativ viel zu, Restaurants und Co., aber wir haben jetzt hier so einen geilen Sandwichladen, von dem ich schon gelesen habe, gefunden. Und da lassen wir uns jetzt mal ein paar Sandwiches schmecken. Was man wirklich bemerken muss, überall kann man hier kontaktlos die ganzen Sachen machen. Also das haben die echt ganz gut gelöst. Und jetzt freue ich mich auf mein Sandwich. So, dann wollen wir doch mal schauen, was Monstruos Sandwiches so kann. Ist auf jeden Fall ein schönes großes Brötchen. Schön weich, ein bisschen angeröstet, das Fleisch ist sehr lecker. Leckere Soße. Ich bin glücklich. Gute. Viertel angekommen, Miraflores. Das ist mit auch eins der bekanntesten Vierteln, wo auch die ganzen Expats sind und ganz viele Cafés, Restaurants. Und was hier richtig schön ist, ist die Promenade, die direkt an der Küste entlang führt. Und da laufen wir jetzt mal ein bisschen entlang.
haben uns jetzt einen Kaffee bei Beso Francis geholt. Das ist direkt vorne an der Promenade in Miraflores und wahrscheinlich in ganz Lima der Kaffee mit dem besten Ausblick. Am Einkaufszentrum La Coma und das sieht total krass aus, weil das Einkaufszentrum so in die Klippen direkt vor dem Meer eingebaut wurde. Das ist irgendwie gigantisch. Hier gibt es so alles, was das Konsumerherz begehrt. Lima ist ja die Hauptstadt von Peru und Lima ist eine echte Megastadt. Es ist wohl eine der größten Städte in Amerika und ich meine damit Nord- und Südamerika mit fast 9 Millionen Einwohnern. Und was ganz besonders hier in Lima ist, es liegt direkt hier an solchen Klippen. Also da Stadt, da Meer, dazwischen einfach nur so eine Klippe. Und das ist total faszinierend. Und außerdem, da unten, da kann man surfen. Am Parque del Amor angekommen. Das ist der Treffpunkt der früheren Liebenden gewesen, die sich hier getroffen haben, um den wunderschönen Sonnenuntergang anzugucken. Und hier entstand damit so ein Park mit dieser Statue, der Kuss, die zwei Liebende zeigt. Fun Fact, am Valentinstag findet hier immer ein Kusswettbewerb statt. Also falls ihr mal an Valentinstag in Lima seid und rumknutschen wollt, wer es als längstes aushält, hat gewonnen. Und den ganzen Park schmücken hier so Mosaikbänke, die verziert sind mit Liebessprüchen. Und es erinnert total an Barcelona, an den Parc Güell. Hinter mir seht ihr natürlich eines der Dinge, die eine Hauptstadt am Meer braucht, ein Leuchtturm. Der hinter mir ist 1973 hier installiert worden und ist 22 Meter hoch und kann 45 Kilometer weit sein Licht in das weite Meer hinaus strahlen, damit die Boote hier nicht in Lima direkt in die Stadt einfahren. Wir sind jetzt im Zentrum von Miraflores. Hier ist der Parque Municipal, gefolgt vom Park Kennedy. Also zwei Parks in einem sozusagen. Den schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Erzähl, was es jetzt gibt. Hier in Peru gibt es als Dessert quasi sowas ähnliches wie Donuts. Mit einer süßen Soße. Wir wissen es nicht so genau, es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und ich glaube, der Stand sogar ist bekannt aus einer Netflix-Serie. Und das probieren wir jetzt mal. Wir haben jetzt noch einen roten Saft dazu gekriegt. Schmeckt voll lecker. Mit Gewürzen, also schmeckt ein bisschen wie kalter Glühwein, aber richtig gut. Sehr, sehr lecker. Ist gut heiß. So ein Sirup mit Donuts aus Maisteig. Der Sirup ist extrem süß. Die Donuts aber eigentlich nicht, die sind super knusprig, in der Mitte so ein bisschen weich und ein guter Snack. Puh, 12 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ich glaube, jetzt haben wir uns was zum Essen verdient. Absolut. Und
Kurzer Hinweis, also Miraflores und Barranco kann man wirklich sehr gut zu Fuß erkunden, aber es ist halt wirklich sehr, sehr groß und eine sehr große Stadt. Weltreise ist, dann lernt man mal eine Küche wieder so richtig zu schätzen, wie man schon sich selber hat. Und dann macht das Kochen wirklich dreimal so viel Spaß. Und wir sind heute sehr dankbar für diese Küche. Und jetzt gibt's weg. Das war unser erster Erkundungstag hier in Lima. Es war richtig cool und Lima hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten, gefällt uns richtig gut. Wir essen jetzt noch ganz entspannt und sagen mal Buenas noches für heute und wir sehen uns morgen wieder und morgen geht's ins historische Zentrum. Und damit hallo zu einem neuen Tag. Wir machen uns gerade fertig. Wir wollen heute die Altstadt von Lima ein bisschen erkunden und rufen uns dafür jetzt erstmal ein Uber. Das ist nämlich, glaube ich, ungefähr 10 Kilometer entfernt von hier und das fahren wir lieber und dann schauen wir mal den Plaza de Armas an. Wir haben es geschafft. Wir sind im historischen Zentrum, dem ältesten Stadtteil der Stadt Lima. Der ist so aus dem 16. Jahrhundert ungefähr. Und wir sind hier am Hauptplatz, dem Plaza de Armas. Und ja, hier seht ihr die Kathedrale von Lima. Ich habe noch nicht genau identifiziert. Eins davon ist noch das Regierungsgebäude, vermutlich das. Auf jeden Fall sind hier sehr, sehr viele schöne Kolonialgebäude. Es ist sehr wenig los. Hier stehen überall Polizisten mit Schildern. Also ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber eins kann man sagen, dieser Platz ist wunderschön. Und wir schauen ihn jetzt mal genau an. Wir wollen ja hier noch mal ganz korrekt sagen, was hier eigentlich was ist. Also das gelbe Gebäude ist das Rathaus. Das prunkvolle Gebäude ist der Regierungspalast. Und das ist die Kathedrale von Lima. Die anderen mit sehr schönen Balkonen, übrigens die gibt es hier bis zu dreistöckig geschmückten Häuser, kann ich euch leider gerade nicht sagen. Aber es ist sehr schön hier. Basilika San Francisco. Die wurde 1672 eingeweiht. Und hier daneben ist auch noch ein Kloster und darunter befinden sich die Katakomben. Und wir gehen da jetzt mal rein. So, jetzt haben wir also das Convento San Francisco besucht. Leider darf man da drin nicht filmen oder Fotos machen, aber es war trotzdem sehr, sehr interessant. Also es ist ein altes Kloster, so aus dem 16., 17. Jahrhundert. Und ja, so wie es für ein Kloster halt so ist, hat es da drin eine sehr, sehr schöne Kirche, relativ viele ja, schöne Artefakte einfach. Und das, sagen wir mal, Highlight sind die Katakomben, die man auch besuchen kann. Und dort drin liegen schätzungsweise 25.000 Überreste von Menschen. Also man sieht wirklich Skelette, Knochen und so weiter, die da überall aufgebahrt sind. Also sehr, sehr ja, interessant. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber es ist auf jeden Fall mal spannend zu sehen und bestimmt auch gut für
ein Horrorfilm. So, das waren sie, unsere ersten Tage hier in Peru und uns gefällt schon richtig, richtig gut. Lima ist wirklich eine sehr, sehr tolle Stadt. Ja, aber es geht für uns weiter und zwar in die Berge. Genau, für uns geht es heute Nacht nach Huaraz, das seht ihr dann aber im nächsten Video. Wir verabschieden uns somit hier von euch mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Like da und kommentiert, was euch am besten bislang in Lima gefallen hat. Und falls ihr es noch nicht tut, dann abonniert uns doch kostenlos. Wir freuen uns über jeden, der mit auf unsere Reise kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich bin der perfekte Sushi. Das stimmt. Abwaschen kannst du auch. Hat er nicht gesagt. Eigentlich nicht gut. Fingernagel blättert schon mal.